Ich hab eine Schaden. La 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 la. Sorry. Ihr wisst ganz genau, wie man die Videos liked. Keine Ahnung, wieso. Ich rede immer über Likes, wenn ich Musik habe. Ich rede wortwörtlich immer über Likes, Leute. Ist aber nicht so einfach. So ist es einfacher, Leute. Nein, ich bin gestorben. Was? Ich kann es nicht glauben. Oh, warte mal, die Musik ist anders. Die Musik ist anders, Leute. Nein! Oh Gott, verdammt. Man kann auch so viele Videos dazu machen. Aber, warte mal, wir haben hier sogar Trails. Oh, die können wir ebenfalls kaufen. Was geht, Leute? Mein Name ist der Nächste. Willkommen zurück bei Roblox. Und heute spielen wir mal wieder einer der ersten Spiele, die ich jemals Roblox gespielt habe. Und das ist schon echt eine Premiere, Leute, weil ich habe am Anfang, also es ist schon lange her, ich habe so viele Parts schon zu dem Spiel gemacht, dass es ziemlich cool ist, wenn wir ein Spiel spielen, was wir vor langer Zeit gespielt haben, vor Ewigkeiten. Und dieser Speed-Simulator, der ist einer der ersten Spiele, die ich jemals gespielt habe, was sehr interessant ist. Aber, Leute, auf jeden Fall, wenn man hier Redeem Code eingibt und wenn ich hier Moon eingibt, also M-O-O-N, dann könnt ihr hier auf Dimension gehen. Und da seht ihr, ihr könnt auf zu einer anderen Dimension gehen. Ihr könnt zur Moon-Dimension gehen, wo ihr im Universum seid. Und naja, auf jeden Fall kann man hier 30 Sterne bekommen. Und wenn man genug Sterne hat, dann kann man hier andere Modis freischalten, was ebenfalls neu ist. Ich glaube, das mit Mario haben wir schon gemacht übrigens. Ich kann mich nicht mehr ganz erinnern, Leute, ist schon lange her. Aber wenn wir hier reingehen, kommen wir zu Mario-Leveln, was sehr interessant ist, Leute. Und bei Speedrun, da, naja, das haben wir, ich weiß gar nicht. Ich glaube, das haben wir auch nicht gemacht, ne? 100 Rubin, wir haben 0. Na, das ist ja gut, wie auch immer. Lass uns mal hier reingehen und gucken, was es hier so gibt, weil das ist episch. Hier, Moon. Und hier können wir quasi laufen. Wir müssen quasi die Strecken schaffen, ohne zu sterben. Wir können weit springen. Also, das ist quasi so eine Art, ich will nicht sagen Speed-Simulator. Also, Speed-Simulator ist ja da, wo man immer schneller wird. Aber nein, hier ist es mehr so, man wird nicht schneller. Aber ich würde sagen, das ist mehr so eine Art Oldschool-Parcours-Simulator. Ich meine, das ist Parcours, was man hier macht. Oh nein. Habe ich versagt? Ich komme da nicht hoch, oder? Warte mal, komme ich zurück? Oh, ich komme zurück, Leute. Das ist sehr gut. Aber wir können hier langlaufen, wie ihr sehen könnt. Und das ist ziemlich geil mit dem Mond hier. Also, ich meine, ich fühle mich wortwörtlich so, als wären wir auf dem Mond. Auf irgendeiner Art Mond-Parcours oder keine Ahnung, wie auch immer. Hier haben wir einen Stern bekommen. Der Wahnsinn, Leute. Hier können wir weitergehen. Und hier sind wir jetzt beim nächsten Level. Oh je. Was ist hier los, Leute? Ist es Wind? Oh no! Und die Musik hat sich verändert. Oh, ich liebe das, Leute. Ich liebe das. Finde ich so episch. Ich bekomme leicht Gänsehaut, Leute, weil ich kann nicht glauben, dass wir schon so viele Parts von Roblox gemacht haben. Ich meine, als ich das Spiel angefangen habe, wer hätte gedacht, dass ich fast 200 Videos zu Roblox machen würde? Kaum einer, denke ich. Aber man kann auch so viele Videos dazu machen. Aber, warte mal, wir haben hier sogar Trails. Oh, die können wir ebenfalls kaufen. Wow, das ist episch. Also, wir können 500 Gems kaufen. Für 50 Robux. Habe ich noch genug? Ich glaube ja, oder? Ich glaube, wir haben noch genug Leute, was sehr schön ist. Lass mal sehen. Warte, wo war das nochmal? Bei Trails, genau. Hier, ich kann sogar welche kaufen. Ich weiß nicht genau, was ich kaufen soll, aber ich kaufe mir einfach mal das hier. Das ist ein Trail, Equip. Wir haben es equipped, Leute. Da bin ich mal gespannt. Oh, cool. Okay, ich meine, das ist nicht der beste aussehende Trail, aber er war halt einer der günstigsten, okay? Oh, yeah. Geile Kacke, Mann. Oh, ich liebe das. Woo! Oh, ich muss die Musik lauter machen. Was sag ich? Sorry! Ich entschuldige mich für gar nichts, okay? Niemals im Leben. Das ist episch. Epischismus, Baby. Woo! Yeah! Gott, ich liebe das Spiel. Bin so froh, dass wir das wieder spielen. Aber Leute, mich würde mal interessieren, was passiert, wenn wir genug Sterne haben. Ich meine, anscheinend passiert dann irgendwas. Oh Gott, was ist das für eine traurige Musik? Ich bitte dich. Hör auf damit. Wo bleibt meine badass Musik, Bro? Also jetzt mal ehrlich. Ich bin ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt, weil, naja, alter Schwede, können wir bitte das Level beenden? Diese Musik ist ja immer mega frustrierend. Heilige Kacke. Was soll das sein? Wo bin ich denn hier? Okay, beeil dich bitte. Nimm die Sterne und geh schnell ins nächste Level. Bitte gib mir ein cooles Lied. Oh ja, ich habe ein gutes Gefühl bei dem. Ja, okay. Naja, ich bin nicht ganz überzeugt. Aber vielleicht wird es ja noch besser. Ich meine, ich weiß nicht genau. Wir werden es ja noch sehen. Aber trotzdem, das letzte Lied ging gar nicht, okay? Ging gar nicht. Ist aber geil hier auf dem Mond. Ist auf jeden Fall neu, Leute. Vor allem anscheinend ist es irgendwie neu. Man sieht immer, wenn Spiele neue Updates bekommen. Keine Ahnung, was da los ist, Leute. Ob das so was Neues ist. Auf jeden Fall bin ich sehr froh darüber, dass das Spiel immer noch verändert, Leute. Wirklich, ich bin sehr froh darüber. Oh yeah, was für Pinguine auf dem Mond. Jetzt mal ehrlich. Eine Frage, die ich mir schon immer mal stellen wollte, ja. Das ist ein geiles Lied, Leute. Feier ich. Yeah, baby, yeah. Okay, cool. Was sucht ihr hier, ihr blöden Pinguine? Habt ihr kein Zuhause? Geht zurück zu Planet Erde. Da, wo ihr hingehört. Nehmen wir ehrlich, ich bin schon ein bisschen schockiert. Badaboom. So, wir sind da.
Was sehr schön ist. Oh, was haben wir hier? Lion Cats? Ist das dein Ernst, Bro? Ja, das ist dein Ernst anscheinend. Okay, okay. Akzeptiere ich einfach mal, Leute. Ich werde Lion Cat Musik akzeptieren, Leute. Obwohl ich sagen muss, ich finde diese Lion Cat Musik gar nicht so schlimm, okay? Ich finde, sie hat was, etwas sehr, sehr Fröhliches an sich. Und dieses Level ist absolut lang, Leute. Wäre nicht sogar einer der längsten Level, die es jemals im Leben gegeben hat. Ich meine, schaut euch das mal an. Wir laufen und laufen. Das sieht so cool aus. Ich weiß nicht mal, was diese Teile sein sollen dort. Feuchtig. Ich meine, wenn wir sterben, Leute, müssen wir alles mal von vorne machen, ne? Nur damit ihr Bescheid wisst. Es ist nicht, dass ihr denkt, ihr bekommt hier was umsonst. Hier, man stirbt und man spawnt wieder an derselben Stelle. Nein, ihr spawnt wieder am Anfang des Levels. Tja, ist halt nicht so einfach, ne? Aber nur gut, nächster Stern. Oh yeah, Baby. Endlich mal wieder energievolle Musik, Baby. Merkt ihr, wie sich meine Stimme verändert, Leute? Merkt ihr das, ja? Merkt ihr das? Das ist die Power der Musik. Ja, Musik kann schon die Emotion verstärken oder verschlechtern oder wie auch immer, keine Ahnung. Es kann auf jeden Fall die Emotion beeinflussen. Ich glaube, das stimmt mir immer dazu. Damn, Bro. Woo! Leute, ich wünschte gerade, ich hätte 2 Meter lange Haare, dann hätte ich den mir machen können. Ich soll ja vorsichtig sein, weil ich will nicht sterben. Oh nein, wir müssen von der Musik weg. Oh nein! Bitte gib mir coole Musik. Ich kann nicht glauben, dass wir noch nicht gestorben sind. Ja, das wollte ich bald ändern, jetzt wo ich es erwähnt habe, Leute. Damn, was ist für eine wickige Musik, Leute? Alter Schwede, als würde es gleich einen Krieg geben oder sowas. So die Erdmenschen oder die Saturnmenschen gegen die Mondmenschen. Ja, okay, jeder würde gewinnen. Der Mond ist nicht allzu groß, Leute. Naja, was heißt nicht allzu groß? Ich meine, im Gegensatz zu uns Menschen schon. Ich meine, es ist kein Planet. Ich wollte gerade sagen, es ist ein Planet, Leute. Ich wollte gerade sagen, der Mond ist ein Planet. Alter Schwede, was würden sich die Leute denken? Ich habe keine Ahnung. Oh nein! Oh, ich wollte sterben. Ich bin gestorben. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich wollte nicht sterben, okay? Ich wollte nicht sterben. Überlebe das. Diese Musik ist mega verstörend. Was zum Teufel geht hier vor sich, Leute? Wer hat entschieden, dass diese Musik hier reinkommt? Der hat echt eine Macke, Leute. Das kann ich euch erzählen. Findet ihr die Musik nicht auch komisch? Ich finde sie ziemlich komisch, Leute. Das steht fest. Lass mal sehen. Hierhin. Sehr schön. Okay. Oh, es wird interessanter. Es wird interessanter. Damn, okay, wir müssen aber weiter. SpongeBob-Musik. Naja, nicht ganz. Nicht ganz, Leute, nicht ganz. Wer ist nochmal dieses Instrument? Gott, mir fällt der Name nicht ein. Das ist die... Ich mag das Instrument, aber ihr wisst schon, was ich meine, oder? Ja, Mundharmonika. Mundharmonika war das, genau. Was für ein komisches Wort aber auch. Naja, auf jeden Fall ist es wahrscheinlich mit der Mundharmonika gemacht. Hier, Piraten. Alter, cool. Ziemlich geil, Leute. Oh, feuchtig. Jump, nice. Okay, ich sehe dich. Oh, wir können auch so spielen, Leute. Ist aber nicht so einfach. So ist es einfacher, Leute. Nein, ich bin gestorben, was? Ich kann es nicht glauben. Oh, warte mal, die Musik ist anders. Die Musik ist anders, Leute. Nein. Oh Gott, verdammt. Na gut, wir haben es gleich wieder geschafft, was... Ich kann es nicht glauben. Damn, die Musik ist jetzt episch. Oh, wow, ich will jetzt gar nicht weg. Das ist so geil. Okay, lass uns weitergehen, Leute. Wir müssen ja im Endeffekt ja auch weiterkommen. Aber wir sind endlich gestorben. Bam. Hier können wir voll die Abkürzung nehmen, bitte. Oh, das war eine gute Abkürzung. Obwohl, naja, war es wirklich der... Oh, okay, nicht so weit. Wir sollten nicht so weit springen. Aber die Musik feiere ich auch. Oh, damn. Warte mal, hier müssen wir hoch, ne? Genau. Sehr schön. Yeah! Okay, das mag ich. Die Musik mag ich auch. Ich weiß gar nicht, ob wir denselben Geschmack haben. Also, ich glaube aber ja, oder? Ich meine, gute Musik erkennt doch jeder, oder? Naja, aber es gibt Leute mit verschiedenen Geschmäckern, logischerweise. Vor allem bei Musik hört jeder was anderes, okay? Zum Beispiel, ich höre gerne Rock. Okay, ich höre auch noch, ich meine, was heißt normale Sachen? Sowas wie andere Leute, halt so Radiomusik höre ich auch. Aber ich mag zum Beispiel auch Rock. Rock mag nicht jeder. Definitiv nicht. Rap mag fast jeder, richtig? Keine Ahnung, ob Rap jeder mag. Aber naja, wir haben mal Leute. Diese Musik ist okay, würde ich sogar sagen. Aber es ist halt geil, diese ganzen verschiedenen Level zu sehen. Ich sag dir jetzt was zur Musik, aber ich sage einfach nichts zu den Level hier. Ich meine, schau dich mal. Das ist. Komm schon. Das ist schon echt schön, was sie hier mal gemacht haben, okay? Also schlecht ist es auf keinen Fall. Aber na gut, weiter geht's, Leute. Lass mal sehen, was wir hier haben. Damn. Oh, wow. Okay. Was ist das hier bitte? Ist ja mal echt der Wahnsinn, Leute, was hier vor sich geht. Concentration, Baby. Ja, die Musik feiere ich auch. Und die Level sind alle unterschiedlich. So, schaut euch mal dieses Level an. Was ist das für ein Level? Wie cool ist das bitte? Ist ja mal echt der Wahnsinn, Leute. Also kann man nicht anders sagen. Also ich finde es richtig geil, Leute. Ich meine, das ist schon eine Menge Arbeit. Muss man wirklich sagen, Leute. Keine Frage. Aber das Spiel ist schon seit Jahren wirklich ganz weit vorne bei Roblox. Oh, yeah. Iglu?
Ist das ein Scherz? Hey, diese Musik hatten wir schon mal, oder? Da-da-da. Ihr wisst ganz genau, wie man die Videos liked. Keine Ahnung, wieso. Ich rede immer über Likes, wenn ich Musik habe. Ich rede wortwörtlich immer über Likes, Leute. Ich weiß auch nicht. Mir fällt einfach nichts anderes ein, okay? Wenn ich kreativ sein soll, nein, dann denke ich immer an Likes. Oh mein Gott. Heilige Kacke, jetzt geht die Musik richtig ab, Baby. Oh, damn, das ist episch. Yeah. Tete, ihr wisst ganz genau, was abgeht, Freunde. Ihr seid Freunde, sowas, Freunde von fürs Leben. Das hat gar keinen Sinn ergeben. Okay, sorry. Nein, ich sing nie wieder, okay? Keine, normalerweise, ich war damals besser in Texte ausdenken. Ich kann mir keine Texte mehr ausdenken, okay? Es kommt immer irgendein Kack raus. Es kommt immer irgendwas raus, was nicht mehr vernünftiges Deutsch ist. Alter, das ist voll die Hypermusik. Hypermusik finde ich ganz okay, wenn es gut ist, aber das war jetzt lame. Leute, ich bin nicht einmal gestorben hier in dem Level, 100%ig. Die ganze Zeit überlebt. Okay, hier muss man wirklich... Ah, ich sehe es gerade. Ja! Wow! Oh! Oh! Oh Gott! Jetzt verstehe ich die Musik. Nein! Oh, komm schon! Er ist nicht gesprungen. Wir sind back. Okay. Bleib hier bitte. Bleib hier an der Stelle jetzt. So, darüber. Darüber. Na, was zum? Komm schon, bitte. Diese Stelle will ich ja nicht schaffen. Okay, warte mal. Ich zoome mal ein bisschen raus. Ich glaube, das ist mein Problem, ne? Ja, ich muss rauszoomen. Oh, no. Okay. Dahin. Ach, du Kacke. Gott, wieso? Nein, bitte! Diese Stelle ist mega schwer. Okay. Bitte nicht. Jetzt ist sterben. Überlebe das. Überlebe das. Ganz langsam. Überlebe das. Oh, mein Gott. Wir haben es geschafft. Ich glaube es gerade nicht. Ich bin gerade so happy, ne? Das war ein sehr schweres Level. Obwohl, war es wirklich so schwer? Nein. Ich habe mich einfach nur blöd angestellt. Bei Leveln, wo ich sehr präzise sein muss, die sind logischerweise ein bisschen schwerer. Nicht schwer, aber ihr wisst schon, ne? Einfach, also schwerer als das hier. Weil da ist ja, naja, das halte ich halt so schwer, ne? Hier kann natürlich auch was schief gehen, also keine Frage. Aber hoffentlich nicht allzu viel. Na gut, wir haben mal, Leute. Oh, das hätte fast schief das wäre fast schief gegangen, Leute. Aber das Level haben wir ebenfalls gemeistert. Auf zum nächsten Schneelevel auf dem Mond. Was ist hier los, Leute? Alter, die Musik. Wir sind ein Held, Leute. Wir sind auf dem Mond gelandet. Wir sind Neils Armstrong. Okay? Deine Arme sind sehr strong, Bro. Oh Gott, die Musik kenne ich aber, by the way. Ja, die Musik kenne ich sowas von. Okay, hier lang. Oh, nein, nein, nein. Oh nein, bitte nicht. Warte mal, von wo kenne ich die Musik? Ist es einfach nur ein populäres Lied oder war das sogar von der Serie? Das würde mich gerade interessieren, Leute, von wo ich das genau kenne. Ich weiß es nicht genau, aber ich kenne es auf jeden Fall von irgendwo. Kann ich hier lang, ja? Ein riesiger Eisblock, Leute. Hier können wir einfach langlaufen, ohne zu springen. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Und wir sind oben. Okay, jetzt aber vorsichtig, weil zum Schluss kann noch einiges schief gehen. Oh yeah, Baby. Okay, wieder Hypermusik. Das gefällt mir. Und was ist für eine Gegend? Also sieht das geil aus, Alter. Das sieht echt Hammer aus, tatsächlich, Leute. Nicht schlecht, nicht schlecht, Bro. Vorsichtig, 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 habe ich gesagt. Sehr schön. Okay, immer vorsichtig bleiben, Leute. Dann machen wir das schon. Ich weiß gar nicht, ob ich alle 30 Level spielen werde. Ich glaube, es gibt nämlich 30 Level hier auf dem Mond. Hier, Level Select. Keine Ahnung, ich kann nur zurück zu den anderen Leveln gehen. Wir sind aber gerade bei Level 19. Und wir haben jetzt auch 90 Sterne. Aber Leute, es geht weiter. Ich weiß gar nicht, soll ich alle Level spielen? Alle 30 Level? Könnte ich eigentlich machen, oder? Oh mein Gott, das wäre aber ein längeres Video dann. Ich meine, ja, sollten wir theoretisch machen. Wir sollten alle Level spielen, Leute. Das hier ist auf jeden Fall auch ein relativ einfaches Level. Ich meine, solange nicht alle Level wie das eine Level sind, wo wir die ganze Zeit gestorben sind, dann bin ich zufrieden in meinem Leben, okay? Oh Gott, außer sowas passiert, das ist lame und unnötig. Und wir haben es gemeistert, okay. Das Level war nicht allzu spektakulär. Oh nein, nicht wieder das. Oh Gott, ich bin getriggert. Am Anfang sieht es doch einfach aus. Aber wir lassen uns einfach mal nicht täuschen, Leute. Von dem, wie es aussieht. Nee, 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 nee. Definitiv nicht. Na, lass mal sehen, bis jetzt ist es easy. Wir müssen einfach nur darauf achten, dass wir so springen, dass wir auch ankommen, okay? Oh nein, nicht schon wieder das. Oh Gott. Okay, aber wir meistern's. Erster Versuch, nice. Also, ich hatte unnötigerweise Angst. Also, ja, wir sollten nicht allzu viel Angst haben. Es ist ja auch nicht schwer, das Spiel, logischerweise, okay? Also, seien wir mal realistisch. Oh, das war blöd. Seien wir mal realistisch, Leute. Es ist nicht schwer. Wir müssen aber erstmal da lang. Jetzt da lang. Jetzt da lang. Jetzt da lang. Oh Gott. Jetzt geht die badasseste Party der Welt ab, Baby. Let's go. Concentration. Nice. Okay, das ist blöd. Das ist gerade sehr blöd. Nice, gemeistert. Seht ihr das? Seht ihr diese Präzision, Freunde? Unglaublich Nismus, Baby. Das ist richtig, du hast mich verstanden. So, hier lang, hier lang, hier lang. Oh yeah! Woo! Nice! Okay, weiter geht's.
Oh, coole Musik. Yeah. Okay, weiter geht's, Leute. Lass mal sehen, was wir hier machen können. Laufe! Lauf um dein Leben, kleiner Danny soll Roblox-Männchen oder wie auch immer. Ich meine, Roblox, also ich, eigentlich fällt es mir mittlerweile gar nicht mehr auf. Aber es ist ja eigentlich so eine Art Lego. Oh, oder es war am Anfang so, mittlerweile nicht mehr, stimmt. Mittlerweile ist es nicht mehr so. Am Anfang sind die Figuren ja auch wie Lego-Figuren gelaufen. Wisst ihr noch, Leute? Aber das haben sie dann geändert. Irgendwann war es dann weniger und immer weniger Lego. Aber es war mal so ähnlich wie Lego. Ja, das war jedenfalls ein cooles Level. Also wir haben noch 7 weitere Level vor uns. Was ist das hier eigentlich genau, dieses Licht? Anscheinend gar nichts. Boah, wie schön, aber... Mann, diese Level sind so schön. Ich will gar nicht aufhören, sie zu spielen. Ich will sie von meinem Leben lang spielen, Leute. Nicht aufhören. Aber naja, wie auch immer, Leute. Ich meine, das letzte Mal, als wir das Spiel gespielt haben, war Roblox eh noch ganz anders. Ganz anderes Spiel, Leute. Ganz anderes Spiel. Das steht fest. Aber können wir dieses Level auch noch schaffen? Das wäre mega episch, Lismus, Baby. Also, wir haben es gemeistert. Yeah, nice. Und weiter geht's. Böse Musik. Heißt es etwa, dass das Level hier schwerer sein wird? Ich hoffe mal nicht, Leute. Wow. Okay, ich würde mich nicht wundern, wenn mich gleich irgendwelche Aliens hier attackieren würden, Leute. Es würde mich nicht wundern. Geh hoch, Buddy. Bisschen rauszoomen. Ja, rauszoomen ist immer besser, Leute. Man erkennt einfach mehr. Ja. Man erkennt mehr. Vor allem, was cool an dem Spiel ist, man muss nicht wirklich Anschwung geben, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen, sondern man steht und dann rennt man los und man ist sofort schnell. Oh Gott, was haben wir hier? Oh, damn. Nein, schade. 5 weitere Level vor uns haben wir noch, Leute. Damn, was geht hier vor sich? Irgendwie ist das emotionaler Rock, Leute. So ein Rock, wo man weinen muss, Leute, wortwörtlich. Oh, da komme ich hoch. Da aber nicht, okay. Ja, oh mein Gott. Jetzt aber nicht sterben, Leute. Wisst ihr, wie schwer es war, hier hinzukommen? Diese eine Stelle war mega schlimm. Also, die war fast unmöglich. Bitte nicht sterben jetzt. Ich will die Stelle nicht einmal machen müssen. Bitte überlebe. Oh, heftiger Jump. Oh no, okay. Es wird immer heftiger, Leute. Aber wir haben es gemeistert, auch diese Strecke. So, weiter geht's. Es sind noch 4 Level, Leute, da haben wir es gemeistert. Oh, what? Nehme ich noch? Irgendwie nicht mehr, nein. Warte mal, was ist das, ein Süßigkeiten-Level auf dem Mond? Ich glaube ja, Leute. Oh, das ist lecker. Gott, ich hab Lust auf Eis gerade. Ich habe mega Lust auf Eis, Leute, ehrlich gesagt. Problem ist, wenn ich mir eine Packung Eis hole, Leute, dann esse ich alles auf. So, ich weiß, manche Menschen haben die Kontrolle darüber, wie viel sie essen. Ich ja auch, aber irgendwie dann nicht, wenn es zu lecker ist. Also, das ist mein Problem. Und Eis ist wirklich mega lecker. Okay, ich habe keine Kontrolle über mich selbst. Und dann esse ich zu viel, Leute, wirklich. Und dann bin ich sauer, weil ich zunehme. Oh, man. World Problems, Leute. Alter Schwede, kannst du hier bitte lebendig? Nein, nein, bitte. Okay, wir leben noch. Ich habe keine Ahnung wie, aber wir leben noch. Nein, 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 bitte. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sind wieder back an derselben Stelle, wo ich gestorben bin. Auch wenn ich mir nicht wirklich sicher bin. Oh, die Musik ist weg. Alles gut, Leute. Oh, nicht das Eis, nicht das Eis. Okay, alles gut. Milchschnitte nennt man das, genau. Oh, Milchschnitte sind auch lecker. Kann ich aber... Wisst ihr, was das Problem bei Milchschnitte ist? Es macht mich nicht satt. Es macht mich nicht satt. Wow. Damn. Wolken? Okay, das ist gerade sehr merkwürdig. Ich meine, okay, krass, Leute. Wo sind wir überhaupt? Kein Plan, wo wir sind. Aber ich akzeptiere es mal. Wir können auf den Wolken laufen. Was theoretisch in der Praxis nicht möglich wäre. Okay, aber hier geht es. Mega episch. Ich wollte schon mal auf Wolken schlafen, ehrlich gesagt. Laufen auch, aber schlafen mehr. Ich meine, ich stelle mir Laufen sehr schwer vor. Ich meine, Wolken kann man ja nicht berühren, oder kann man schon, aber es sind ja nur Gase, oder wie auch immer, ihr wisst schon. Man kann nicht auffliegen, das will ich damit sagen. Das ist aber ein krasses Level. Damn, die Musik vor allem passt mega dazu. Geil, Alter, mit den Zahnrädern und so. Gute Auswahl an Musik auf jeden Fall. Ja, ich merke schon, frustrierende Musik so. Ey, wenn ich es beim ersten Mal schaffen würde, ne? Das wäre so gut, Leute. Das wäre mega episch. Mega geil, Leute. Ja, nein, nein, nein! Ich musste ausrutschen. Wir sind back. Wir sind back. Yes. Konzentration. Nice. Hop. Oh, das ist eine schwere Stelle. Das war eine schwere Stelle. Bitte sag mir, der Rest geht. Oh mein Gott. Was hast du... Oh, okay. Ich sehe dich. Ich sehe dich. Ich weiß, was du von mir willst. Ich weiß, was du von mir willst. Ich weiß nicht, ob ich dir den Gefallen tun kann. Oh, ein letztes Level. Oh mein Gott. Nein. Ach, komm schon. So. Ist es das letzte Level? Ich glaube, ja, Leute. Das könnte das letzte Level sein mit Nyacat-Musik.
Ich hab einen Schaden. La 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 la. Sorry. Ich meine, es ist klar, es ist anscheinend eine Art Nyan Cat Remix Version. Was ziemlich nice ist, tatsächlich. Also ich bin ein Fan von. Ein großer Fan. Boom. Nice. Boom. Nice. Boom. Nice. Boom. Nice. Weiter, 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 weiter. Yeah. Nice. Woo. Komm schon. Let's go, baby. Good job. Good job. Good job. Perfekt. Es läuft grandios. Okay. Nach unten. Oh, da. Ist das das Ziel? Soll ich da lang? Ich glaube ja, oder? Ich hoffe mal, dass ich richtig laufe, Leute. Aber ich gehe mal von aus. Oh. Warte mal. So. Ho. Okay, das war... Da muss man kurz nachdenken. Also meine Schwäche. Ja, witzig, ne? Sehr witzig. Und wir sind da. Yes. Haben wir es gemeistert? What? War das nicht das Ziel? Oh, no. Was soll ich denn hier machen, Leute? Ich meine, ich kann die ganze Zeit hier stehen. Ich glaube, das war nicht mal das Ziel, oder? Es geht nach oben. Hier war ich aber nicht, oder? Nee. Hier war ich nicht. Ich bin nochmal gestorben. Und dann habe ich auf einmal gesehen, oh, warte mal, wie habe ich das bitte nicht gesehen? Hä, was war dann die andere Stelle? War das der Verarsche? Ich glaube ja, oh no. Okay, das geht aber sehr hoch nach oben, oder? Mega, oh Gott, da hinten ist der Stern. Ich glaub's nicht, ah, oh, das ist gemein. Das ist gemein, Leute. Einfach feuchtig, ja, das ist gemein, aber es geht. Gemein, aber es geht, sehr gut. What? You got a new dimension, Cosmic. For completing Level 30. Oh mein Gott, wir haben eine neue Dimension bekommen, Leute. Wenn ihr die noch sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Falls du es bisher geschafft hast, schreibe Badass in die Kommentare. Und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye, bye.